Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 27. Teppich. Dieser Teppich stammt von einer kleinen Insel der Dodekanes in Griechenland. Er ist genauso grün und genauso pink, wie er auf dem Foto ausschaut, und als wir ihn sahen, waren wir sofort sehr verliebt in ihn. Der Teppich lag in einem Laden zwischen ungefähr 8 anderen, also gar nicht so vielen anderen Teppichen, aber irgendwie doch versteckt. Vielleicht, weil nicht so viele Leute solche Farben in ihrer Wohnung mögen. Das war unser Glück. Es war ein kleiner, ein ausgezeichnet schöner Laden, in dem es gar nicht so viel zu kaufen gab, aber alles war handgefertigt in Griechenland. Und alles war aus Stoff oder Leder, Holz oder Keramik. Er gehörte einer Frau, die außerdem ein verstecktes, feines Restaurant hatte, in dem sie nur regional kochte und Weine ausschenkte, die man sonst nirgends so einfach zu kaufen bekam. Naturweine von einer anderen Insel zum Beispiel. Für uns war dieser Ort ein kleines Paradies. Jemand hatte einen guten Geschmack in allem und ging mit Lebensmitteln und Kunsthandwerksprodukten sehr gut um. Das mag ich. Wer so mit Dingen umgeht, ist ein guter Mensch, denke ich dann. Zuerst dachten wir hätten keinen Platz mehr für diesen Teppich. Wo soll er hin? Weil wir tatsächlich eine Neigung haben, unterwegs Teppiche zu kaufen. In Marokko, in Albanien, in Griechenland. Und dann bewegten wir den Teppich und die anderen Teppiche in unserem Kopf so herum und waren sicher, wir werden einen Platz für ihn finden. Der Teppich liegt nun im Holzhaus, auf dem Land, auf dem Boden. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich darüber, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, auch. Er ist aus eher feiner Wolle. Deshalb ist es ganz gut, wenn er nicht an einem Ort liegt, an dem man ständig auf ihm herumgehen muss. Dort aber, wo er jetzt liegt, liegt er ganz perfekt. Und ich mag es sehr, dass es ihn und ein paar weitere dieser Erinnerungsstücke gibt, weil ich mich mit ihnen sofort dorthin befördern kann, wo sie her sind. Peng, ist alles wieder da. Und das ist toll, wenn es um schöne Erinnerungen geht. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.